So. So. Zoom, zoom, zoom. Ja gut, da gehen natürlich wieder nur einzelne Häuser. Zack, zack. Die Waffenruhe wurde. So, dann hier. Wenn man nicht drauf klar auf diese Mechanik hier. Das ist echt krass. So, das kopieren wir auch mal rein hier. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Das dürfte wohl das Eisenschiff sein da. I guess. Genau, Kapelle haben wir gerade da erst frisch gebaut. Da könnt ihr erstmal weg hier drauf geschissen. Ihr müsst ihr mal kurz ohne Kapelle leben. Widerstand erfordert Mut. Widerstand erfordert Mut. Wenn sie das sagen. Hi. Wo muss er denn hin? Ah, ja. Atan vorbeischleichen. Wir nehmen jeden. Dann fahre ich ihn erstmal da in die Nähe hin. Ich hoffe, Sie wissen, worauf Sie sich einlassen. 1000 Aufgaben jetzt gerade am Start. Machst du das kurz in den Schiffbrüchigen? Ja, ja, klar. Na klar, sagt er. Menschen lassen sie hochleben. Ja, das richten wir sofort ein. Was, wenn wir das auch noch zum Einrichten. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt erstmal ganz schnell hier die Häuser alle fertig bauen, damit ich, wie gesagt, die Journaleros ordentlich Schiff ausbauen können. Vom Stapel gelaufen. Damit wir auch generell mal einfach mal einen Überblick bekommen, wie viel Geld würden wir verdienen, wenn wir die Operos einmal ordentlich ausbauen. Ist ja, denke ich, auch keine schlechte Info. So, fehlt noch was oder so, irgendwie so. Ist ja nicht verkehrt. Also setzen wir hier nochmal ordentlich Häuser hin. Erstmal können wir da auch gut was reinsetzen, das ist auch ganz geil. Ja, fast perfekt. Und einmal wieder zumachen wieder. Alle wünschen ihren Erfolg. Gerade noch rechtzeitig. Sehr geil. Ja, schön ein bisschen Geld pumpen noch nebenbei. Ist nicht verkehrt. Jetzt plus 8 ist eher geil. Ah, stimmt. Die stimmt. So. Guckt mal an hier. Und schon seid ihr auch hier im Stadtbildnis drin. Sehr schön. So, das heißt, wir haben jetzt alle Journaleros in die Stadt eingepflegt. Das heißt, jetzt können auch neue Journaleros gebaut werden. Endlich, ey, meine Güte, das hat aber auch gedauert jetzt. Ich habe da eine fette Gelegenheit aufgetan. Ja, wir können ja trotzdem mal sagen. Jetzt lass mich in Frieden. Ja, gut. Ach so, da sind zwei Fregatten bei. Ja, wenn es denn sonst nichts ist. An sich können wir die Aufgabe machen. Ja, das Bergungsschiff ist gleich da, wo es hin soll. Vorsetzen. Gut, dann schicke ich da schon mal zwei Linienschiffe in die Nähe, weil da sind zwei Fregatten davor. Okay. Das kann wieder weg. Abreißen, bitte, danke. Das kann auch einmal weg. Ups, jetzt habe ich die Verbindung wirklich komplett gekappt, ne? So, zack. Ah ne, da habe ich sie wieder. Nevermind. Genau, passt das doch jetzt, ne? Komm bloß nicht mit leeren Händen wieder. Oh, auch nur Ansprüche. Können wir jetzt hier neue Häuser reinsetzen? Bam, Junge. Keine Sorge, die Journaleros werden gleich richtig wachsen mit einem Schwung. Keine Sorge. Das passiert schon gleich. Hm. Das ist jetzt belastend. Warte mal, so. Ah, Shield. Ich kann natürlich überlegen, das hier irgendwie so zu machen. Einmal so eine Reihe hier so mäßig. Und hier könnte man überlegen, irgendein öffentliches Gebäude reinzusetzen. Die Frage ist, welches? Ist jetzt ja auch nicht so, dass wir da so viel Auswahl hier haben. Postamt haben wir da reingesetzt, theoretisch. Nicht nur theoretisch, das wird auch hinplatziert. Eine Kirche können wir hier reinsetzen, das auf jeden Fall. Aber auch die nimmt natürlich jetzt nicht so viel Platz. Warte mal. Das könnte man mal wieder reinhauen, oder? Warum nicht? Machen wir doch so eins hier. Dann würde ich sagen, machen wir nochmal eine Kapelle dann später hier so hin, in die Gegend. Dann machen wir so. Irgendwie. Nein, nee, sind Sie bereit, sich etwas einzuhandeln? Nein, nein, nein. Wird Blut fließen? Ach, die scheint auch sogar irgendwie fröhlich darüber zu sein, dass wir das nicht gemacht haben. Das sagt das Minus 3 eigentlich nicht, aber... Ihr Schiff ist von der klang irgendwie mehr danach. Was kann man jetzt hier reinsetzen? Was ist denn damit?
Natürlich nicht symmetrisch wieder, ne? Das wäre wieder klar gewesen, wenn es denn so sein soll, ey. Das können wir machen. Die guten alten Löwen, die passen doch immer gut, ne? Wenn wir dann noch sagen... Warte. Hier. Oder? Aber wobei, hier ist, guck mal, hier ist so ein Grasuntergrund. Gibt es die Löwen hier nur mit Grasuntergrund? Tatsächlich. Ja gut, dann sieht das weird aus. Dann könnten wir uns überlegen, das mit Pflanzen zuzudecken. Sieht das vielleicht auch noch aus? Oder oh, stimmt, das gibt's ja auch noch. Legen Sie die Karten auf den Tisch. Ja gut, ich so viele Statuen sind, ist vielleicht auch übertrieben dann. Wenn wir dann sagen... Zeigen Sie mir, was Sie haben. Ja, nee. Die Deine Löwen sind Karte schon ein bisschen übertrieben. Hat uns vielleicht gerettet. Das machen wir anders. Ja, so. Ja, warum nicht? Doch, finde ich gut. Sehr schön. Dann haben wir das. Der Luftschiffhangar, der wird woanders hingesetzt. Ich habe den botanischen Garten fast vergessen. Ja, der kommt auf jeden Fall auch noch irgendwo hin. Hust, hust. Schiff unter Beschuss. Nein, jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht und will jetzt nicht. Ach lol, ich fahre mal kurz das Flaggschiff dahin, ich bräuchte vielleicht kurz Hilfe. Alter, was geht denn hier ab? Wir wurden ja direkt hier in so eine, weiß ich auch nicht was, reingelockt. Hast die Aufgabe einfach angenommen, ne? Ja. Shit. Kann kurz versuchen mit dem Flaggschiff. Das Schiff kommt natürlich zum Ende. Ja, ich glaube, das Flaggschiff schafft das. Nicht rechtzeitig, ich glaube, dafür sind gleich die anderen Kriegsschiffe. Ja, die kommen jetzt schon wieder. Das schaffe ich nicht. Komm, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Komm schon. Oh, baller doch. Noch zwei, drei Salven. Die brauchen doch noch kurz. Komm schon, komm schon. Oh, der braucht so lange, der braucht so lange. Eine Salve noch. Die dürfen mich nicht anfangen abzuschießen, weil dann bin ich zu langsam. Sammelt es ein, sammelt es doch ein. Und weg da, weg da, weg da. Alter. Warst du schon mit der Aufgabe? Na, ich muss es noch irgendwo hinbringen. Ich muss es noch Hallo bringen. Dann fahre ich zurück mit den Schiffen. Schrecken erwarten uns. Alter. Dann hast du den richtigen ja gerade umgebracht. Sehr gut. Das war wahnsinnig knapp. Achtung, Admiral anwesend. Ah, du hast das Linienschiff gerade geholt, ja? Ich hab gerade noch einen Clip hier ein Ding gekauft. Segel! Hm. Zur Expedition, Tag auf Uhr, lol. Wo wurde mir das gerade angezeigt? Keine Ahnung. Ein Versagen hätte schwerwiegende Konsequenzen. Ah, hier wird alles angenommen. Sie nicht danach fragen, wenn ich nicht. Bis zu ja, ja. Dann lassen Sie mal hören, ungern. So, 8 Ziegel, was kriegen wir dafür? Oh, ein Steinhauer. Ah. Haben wir nicht haben. Und ihr wisst, was passiert? Ja, wir gehen zurück in die neue Welt. I'm so sorry, aber wir haben halt noch hier wahnsinnig viel zu tun. Kommt das eigentlich überall an? Meinst du? Das könnte zum Beispiel alles abgerissen werden. Das, guck mal, hier haben wir komplette Ecke nochmal zum Bauen. Wäre auch nochmal nicht schlecht, würde ich sagen. Das heißt, jetzt werden hier ordentlich Obreros. Oder eher gesagt, Journaleros erstmal. You know. So, das kann dann ja auch schon mal weg, dieser kleine Pinöpel. Zack. Marktplatz wäre wahrscheinlich gleich nicht nochmal verkehrt. All die sagenhaften Länder existieren wirklich. Ja, wir haben keine Items dafür. Ja, schwierig. Seien schwierig. Bauen wir dann hier nochmal ein Ding hin. Zack. Kapelle haben wir gerade erst da frisch gebaut. Das passt noch, würde ich sagen. Eine Boxkampfarena würde ich hier schon mal reinplanen. Botanischer Garten. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir so zwei beschissene Lehmgruben haben, die echt blöde platziert sind. Was machen wir den Botanischen Garten hier hin? Dann machen wir den da später hin. So, komm mal her. Hier so.
Platziere das schon mal ganz provokant, das Ding einfach hier, damit ich es auch wirklich nicht übersehe. So. Krankenhaus haben wir da auch gerade erst gebaut. Also alle wichtigen Gebäude sind dann irgendwie schon... Postamt können wir auch am besten schon mal reinplanen. Und auch eigentlich das Kino. Ja. Was soll ich sagen? Eigentlich schon. Eigentlich müssen wir das reinplanen. Ja, wobei, hier schneidet sich das noch. Gut, dann haben wir da einstehen erstmal. Ich weiß auch nicht mehr, wie groß der Radius des Kinos ist. Das weiß ich halt leider nicht. Müssen wir uns auch noch überraschen lassen von. Zur Not muss halt ein bisschen was umstrukturiert werden. Und ich befürchte auch, dass wir daran nicht drumherum kommen. Bringst du mir meinen Anteil? Jetzt kriegen wir alle was. Jetzt kriegen wir alle was. So. Bist du bereit, dass ich ordentlich ein paar Journaleros ausbaue? Ja, zack. Da kommen gleich einige dazu. Feuerwehr habe ich oben als Blaupause noch hingestellt. Das ist alles fein soweit. Ja. Und wir integrieren den Luftschiffhafen doch hier schon irgendwie rein, ne? Irgendwie als... Warte, wo hast du die Aufgabe gemacht? In der alten Welt? Ja. Schiff unter Beschuss. Oh, ich guck kurz in dem Schiff. Neue Befehle? Ganz kurz dann die Aufgabe für... Buch da. Führung durch Nardaski. Oh, das Buch sieht aber interessant aus. Ich weiß nicht. Also, wäre das jetzt ein Museumsgegenstand, hätte ich ihn vielleicht behalten. Oh, boah, komm, das Ding ist ja so mächtig, Alter. Easy. Weil das Ding kommt... Die haben ja nur ein paar Kanonenboote, Alter. Entspannter geht's ja kaum. Gar kein Problem. Auch noch zwei Salven, dann ist das Ding da weg. Zack. Guck mal, da kommt auch nochmal eine Fregatte von uns vorbeigefahren. Gibt auch noch meinen mit kurz. Ciao. Ah, das war schön. So, hin damit dir. Das war jetzt irgendwie schön. Ach, wo denn noch? Bist du denn irre? Okay, vielleicht schaffen wir das in der Zeit. Ja, das habe ich runtergefuckt. Das wollte ich gar nicht. Warte. Ach so, das. Oh ja, das. Ist auf deinem Mist gewachsen, aber wir haben es geschafft. Das Ding ist, das Bergungsschiff ist so stabil. Ich habe mal hier die Torpedos oder was das sind, mal aktiviert, die Granaten. Oder so. Fahren wir mal weg. Ja, der Bergungsschiff. Das Schiff ist so stabil, das juckt den gar nicht. Juckt halt echt nicht. Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Da machen wir auf jeden Fall gerade gut Geld nebenbei durch die Aufgaben. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Geht ab. Genau, Luftschiffhafen würde ich ein bisschen dann doch jetzt hier irgendwo reinhauen. Weil das ist ja auch irgendwie ein besonderes Gebäude, sage ich mal. Aber dann hier oben, glaube ich. Wisst ihr? Hier oben sieht das, glaube ich, ganz sneaker aus. Hier so. Ja, wohl, können wir euch auch direkt reinsetzen. Von der Überfahrt zurückgekehrt. Haltet mich auf, meine Damen und Herren. Haltet mich auf. So, und dann können wir nämlich dann hier... Ah, oh, das passt ja wie angegossen. Ja, dann hauen wir da die Kapelle rein. Oder hier so, warte. Immer noch ein, zwei Häuser dazu. Ja, gut, ein, zwei Häuser wäre ein bisschen zu viel. Dann einfach, I guess, so. Schiff vom Stapel gelaufen. Auch nicht schlecht. Dann machen wir das doch so, warte. Schiff vom Stapel gelaufen. Zack. Bauen wir dann da die Feuerwehr rein. Direkt bei dem Luftschiffhangar. Klingt sogar ein bisschen realistisch. Klingt sogar irgendwie, als ob das so sein soll. Sehr schön. Wunderbärchen. Gefällt mir. Gefalle ich dir gut? Und dann haben wir jetzt hier noch eine Reihe. Ja, gute Frage. Wir können natürlich sagen, so, wir ballern jetzt hier ganz viele Plakate hin, in Form von so, yo, du kommst hier auf die Insel als Besuch und kriegst direkt mit Werbung zugeballert. Aber nee. Das sieht, glaube ich, nie aus. Wo war ich denn vorhin? Hier war ich. Gut, öffentliche Toilette, Unterführung. Ja, passt hier sowieso nicht hin. Oh, das ist immer ganz schick. Eigentlich so ein Pavillon passt, glaube ich, auch hier.
Toilette weiß ich jetzt ja nicht. Wobei, auf der nach einer langen Schiffsfahrt musst du vielleicht echt auf Toilette, ne? Von der Logik würde es auf jeden Fall Sinn machen. Hast du alle losen Enden verbunden? Du bist ja schnell wieder zurück. Ist ja gut. Das ist halt immer so alles, passt ja nicht so geil rein, finde ich. Goodbye, welcome. Oh, Toilettenhäuschen. Guck mal, wir brauchen keine Unterführung. So ein Toilettenhäuschen sieht auch schick aus. Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Guck mal, bauen wir hier zwei Toilettenhäuschen hin. Kann man auch einfach so hinsetzen. Kann auch einmal schönes, weiß ich auch nicht was sein. Zurückgekehrt. Ist doch ganz geil. Und hier machen wir dann vollständigkeitshalber da. Ja, kann man doch mal machen. Sehr schön. Beim letzten Mal war alles genau gleich. Ach, halt doch deinen Mund, hä? Immer nur am Meckern hier. So, und hier können wir jetzt auch Folgendes machen. Oder können wir vielleicht dann direkt hier miteinander verbinden? Warte mal. Ja, warte doch mal kurz. So, Gesundheit, wer auch immer gerade in-game genießt hat. Ich. Ne, im-game. Im-game hat irgendjemand genießt. Also mit Zaun drumherum, das sieht das auch ein bisschen merkwürdig aus. Ich gebe es ja zu. Luftschifter. Was haben wir denn da so Feines? Also, das hat schon wieder jemand genießt. Sag mal, hör mal auf jetzt. Ja, ich werde auch gehustet. Ach, weil ich neben dem Hospital bin, deswegen. Ah, oh Gott. Okay. Das ist ja, ich dachte gerade so, hä, warum ist denn beim Lufthafen, warum wird denn da die ganze Zeit gehustet und so? Hä? Da war ich jetzt aber gerade ein bisschen stutzig. Naja. Okay. Da haben wir theoretisch, ja, Fahrmast, Abflugsuhr haben wir noch. Kaffeetische, ja, kann man machen. Lufthafen-Kaffee haben wir schon. Lufthafen-Bogen. Ja, gut. Das hier ordentlich machen. So, irgendwie als eingangsmäßig. Sag mal, jetzt hören wir auf da zu niesen. Hallo. Ich bin ja gleich schon weg hier, alle hören gar nicht auf damit. Aber das Ding könntest du aber auch so oder so nicht ordentlich hier reinplatzieren, finde ich. Das ist ja nur meine Meinung, ne? Der Teufel fordert seinen Tribut. Na komm, dann schauen wir doch mal direkt mit rein. Da draußen sind wilde Bestien. Über das Eis. 40% ist doch gut. War das aber nicht mehr viel Prozent, wa? Naja, gut. Wir haben uns drauf eingelassen. Jetzt haben wir noch Lufthafenschild. Schild haben wir hier. Airport-Schild. Das ist eigentlich nicht verkehrt. Das Ding ist, das sind halt alle so zwei große Felder immer. Oder das Ding ist drei groß, Alter. Da kriegst du direkt Krise. Da kriege ich echt eins zu viel hier. So vielleicht. Warum macht denn da so krass grün da? Es geht. Warte. Wird gerannt wie irre, warum auch immer. So. Ich weset nicht, Leute. Ich weset ja nicht. Also ein Lufthafenbogen. Ja gut, kann man so machen, theoretisch auch, ne? Finde ich halt ein bisschen schwierig. Da irgendwie ordentlich was zu platzieren, oder? So, warte mal. Ich will, ja, Gesundheit. Ist ja mal gut hier. Ja, warte mal hier. Die passen, glaube ich, gut rein, oder? Ah, die sind jetzt nicht im Radius. Ach, warum kann man die denn nicht so platzieren? Das ist schade. Die Wege vom, oder, ja doch, die Wege von der Hacienda, warum du die nicht platzieren kannst, finde ich ein bisschen... Kann ich die vielleicht doch noch platzieren? Die einzeln machen, oder wie? Ja, ja. Nee, außerhalb bauen. So außerhalb der Hacienda die Wege bauen. Hm. Weil die sind ja anders. Kann ich nicht. Finde ich schade. Eine vertane Chance, finde ich. Ja, wegtechnisch hast du natürlich jetzt nicht so viel Auswahl sonst. Können halt dann das überlegen. Die Promenade kann man halt... Hier haben wir dann halt auch nochmal Bänke, ne? Passt dann ja eigentlich schon. Ah, da haben wir da Sitzbänke und da Sitzbänke. Sieht auch weird aus. Nee, passt. Also wäre das jetzt ohne Sitzbänke, hätte es gepasst, hätte ich gesagt.
Einmal da. Auftrag erledigt. Passt gar nicht. Sie geben einen tüchtigen Lakaien ab. Ah, schwierig, schwierig. Oh lol, das hätte sogar auch gut gepasst. Ja, nee, war flieg. Warte mal. So. Oder ist das too much? Sag mal, er wird ja sogar auch noch gespuckt. Sag mal. Die wird sich auch nicht zurückhalten. Ich bin sofort weg hier, ey. Das kann ja wohl nicht angehen. Dann machen wir halt so, dann doch Airport-Schild. Ich glaube, dann setzen wir da ganz normal den Weg rein. Das können wir zu... Das geht vielleicht. Ja, doch, das geht. Dann machen wir den hier. Besser wird's, glaube ich, nicht. Dann belassen wir das so. Sehr schön. Das heißt, den Lufthafen haben wir auch integriert. Wunderbärchen. Ey, endlich. Also kann ich noch ein paar Journaleros machen? Ich schau mal kurz. Also Bananen sind auf jeden Fall vom Ding her voll. Warte mal. Konsum, Produktion. Bananen theoretisch haben wir einen Verbrauch momentan von 9. Ponchos haben wir einen Verbrauch von 11. 9 und 11. Dann wären wir Ponchos als okay. Die Waffenruhe wurde beendet. Das heißt, aber die kann ich jetzt ja theoretisch dann auch gucken. Du hast bei dir eine Produktion von 24 und 27. Du musst da gar nichts platzieren. Ich übertreibe vielleicht ein bisschen. Ja, kein Wunder, warum wir Minus verdienen. Und jetzt haben wir wahnsinnig viele Arbeitskleidung und Pelzmäntel da rumstehen, ne? Pelzmäntel kannst du auch gucken, dass wir vielleicht da ein Schiff dann als Route einrichten, der dann Arbeitskleidung und Pelzmäntel dann in die, nach Kap Trelawney schifft. Ja, ich kümmere mich erstmal um das Tier. Sag mal, übertreibt er hier volle Kanne. Ja, Tortilla ist auch ganz geil. Da haben wir auf jeden Fall auf unserer Hauptinsel noch ein bisschen Produktion übrig. Haben wir 6 von 4. Oder hast du gerade was abgerissen? Nee, ne? Nee. Du hast nichts gemacht. Okay, dann können wir auf jeden Fall ein paar Obreros machen. Das tue ich auch mal. Zack. Zack. Da gönne ich doch mal ein bisschen. Da glaube ich jetzt auch schon wieder ein bisschen zu viel war, nehme ich an, ne? Ich hoffe nicht, aber... Oh ne, passt sogar noch. Gut, aber Journaleros, was das betrifft, kann ich jetzt auf, denke ich, den ganzen Zipfel hier vollbauen. Ich sag so wie das. Ach Mensch. Da hat es jemand sehr gut gemeint. Also muss. Essens. Muss. Die Lob brauchen wir. Aber dann doch auch nochmal so, würde ich sagen. Ja, da passt natürlich jetzt gar nicht rein, ne? Scheiße. Dann machen wir da mal eine. Polizeistation geht wieder. Man kann natürlich sagen, dass man das irgendwie... Ja, wow. So. Das sieht absolut bescheiden aus. Warte mal. So vielleicht. Nee. I don't like these. Das kriegen wir aber schon irgendwie hin. Wir könnten natürlich theoretisch sagen, wir machen den hier. Ja, das können wir tatsächlich machen. Ja, passt schon. Und hier, guck mal, dann können wir nämlich hier jetzt... Oh, pass mal auf. Ja. Können wir jetzt hier Folgendes machen? Wo war das? Ich finde mich hier immer noch nicht zurecht in diesem Menü. Ich kriege echt die Krise. Wo waren das jetzt? Da. Oh, dekorativer Boden sieht aber auch schick aus. Alter, du hast so viele Ornamente. Du weißt manchmal, von manchen habe ich schon komplett vergessen, dass es die gibt. Und der ist auch eigentlich ziemlich geil. Naja, aber das wollte ich hier platzieren. Das passt doch perfekt. Ich würde sagen, auf jeden Fall. Sehr schön. Nice. Sehr schön. Dann, na gut, wie gesagt, die Lehmgruben können wir jetzt gerade noch nicht verschieben. Das wird halt erst sehr spät möglich sein.